Das kann man auch kurz rauskacken, keine Probleme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LeadLab TV. Wir haben ja schon beim letzten Mal mit Patrick Heckhausen ein neues Format eingeführt und heute sind wir bei Bachau Racing Team zu Gast und wir haben auf der linken Seite Jens Müller, Mechaniker und Spotter im Team und auf der rechten Seite Philipp Bachor, der Fahrer der Startnummer 21 in der V8 Oval Series und auch bei mir an der Seite noch der Chris, der mich unterstützen wird bei diesem Format. Wir haben jetzt erstmal die Spielregeln, ganz einfach. Wir stellen euch gleich Fragen. Die Antwort ist immer Philipp oder Jens. Wir haben einmal das Lenkrad in der Hand, das ist der Philipp, und einmal den Schraubenschlüssel, das ist dann der Jens. Wir machen einfach mal ganz, ganz kurz eine Beispielfrage. Chris, die kannst du kurz machen. Jo. Wer von euch ist größer, Jens oder Philipp? Ja, und damit hättet ihr jetzt einen Punkt, weil ihr beide die richtige Person macht. Dann. Also ihr kriegt einen Punkt, wenn ihr euch einig seid. Wenn ihr euch uneinig seid, gibt es keinen. Wir schreiben oder zählen am Ende auch mit. Wer von euch kann mit zählen? So, dann fangen wir an. Frage Nummer 1. Wenn es kritisch wird an der Rennstrecke, wer von euch ist der Ruhepol im Team? Super, Punkt Nummer 1. Da herrscht also Einigkeit bei euch. Prima. Gehen wir dann weiter zu Frage 2. Wenn es um die Strategie im Rennen geht, wer trifft die Entscheidung? Ja, das gibt's nicht. Wir müssen uns entscheiden. 3, 2, 1. Okay, da haben wir leider keine Einigkeit. Kein Punkt diesmal, aber interessant. André, bitte. Gibt's dazu eine Begründung, warum ihr da jetzt unterschiedlich seid? Philipp, fang du doch einfach mal an. Ich hätte jetzt gesagt, da ich der Fahrer bin, treffe ich auch die Entscheidung, wie ich mein Auto haben würde, ne? Oder die Strategie. Ja, er bestimmt dann auf der Strecke im Auto, ich dann öfters mal im Setup. Er fährt auch nicht immer alles. Das ist immer unterschiedlich. Aber im Auto eher auf jeden Fall, in der Box dann öfters ich. Wir sprechen uns aber auch viel ab. Deswegen eigentlich beide dann. Super, dann gehen wir rüber zu Frage Nummer 3. Wer verbringt mehr Zeit beim Schrauben an den Autos? Einigkeit, super. Punkt Nummer 2. Frage Nummer 4. Jawohl, die vierte Frage. Wenn es ums Überholen und die richtige Linienwahl geht, wer von euch trifft die meisten Entscheidungen? Okay, also trotz des Jobs als Spotters, trotzdem die Einigkeit, dass Philipp es ist. Kurze Erklärung dazu. Ja, ich sag mal, ne? Ich sitze am Lenkrad, also muss ich auch in dem Moment die Entscheidung im Rennen treffen. Ich kriege zwar die Anweisung von oben, aber am Ende entscheide ich ja doch selber. Okay, ist ja auf jeden Fall schon mal gut, dass ihr euch dabei einig seid. Ich schaue meistens voraus und sage, in untere Linie oder obere Linie hast du jetzt verkehrsmäßig bessere Chancen. Und dann kann er, ist ja schon groß, kann er auch schon alleine überholen, alleine fahren. Wenn es kritisch wird, springe ich immer dazwischen, aber sonst entscheidet er dann doch. Okay, prima. Dann zurück zu André mit Frage 5. Wer von euch futtert beim Catering am meisten? Oh, am Renntag selber oder am Tag davor? Am Renntag. Okay. Gibt das nicht irgendwann einen Gewichtsnachteil? Nee, ich esse ja nicht Unmengen, sondern ich esse einfach nur mehr als er. Er geht regelmäßig auf Klo rum. Okay, die sechste Frage. Wer hat den größten Einfluss auf das Setup des Autos? Okay, auch hier herrscht wieder Einigkeit. Einmal bitte hier die Rollenverteilung erklären dazu. Ja, ich setze mich mit der Materie sehr, sehr viel auseinander, spreche mit ihm durch, was ich vorhabe, was das dann auch bewirken soll auf der Strecke hier und da. Und er muss mir natürlich nach dem Rennen sagen, ob es auch noch wirklich funktioniert hat. Wenn er irgendwo Wünsche hat, Einwände hat, sagt er nur lieber hier, lieber da, dann machen wir das auch. Aber in der Regel setze ich mich die Woche vor dem Rennen viel damit auseinander, gucke auf den Wetterbericht, ne, was sagt das Wetter, was Temperaturen, Rennstrecke, was für Reifendrücke und so weiter alles. Okay, super. Frage Nummer 7. Wer von euch ist der bessere Autofahrer im Straßenverkehr? Okay, das ist Einigkeit, weiterer Punkt. Also der Rennfahrer fährt auch besser, wenn es dann im PKW unterwegs ist. Man muss dazu aber sagen, seine Kilometerleistung im Jahr und meine sind weit, weit auseinander. Okay, das halten wir mal so fest und wir gehen weiter zu Frage 8. Wer würde bei einem Rollentausch die bessere Figur abgeben? Philipp als Crew Chief oder Jens als der Starfahrer?
Okay, klare Antwort, klarer Punkt für euch. Super. Und die letzte Frage, jetzt wird es vielleicht ein bisschen kritisch. Wer hat im Jahr 2019 den besseren Job gemacht? Super, zumindest gebt euch gegenseitig ein Lob, also alles in Ordnung. Jetzt muss ich überlegen, wie wir das rauskriegen. Nochmal nachdrehen. Ja. Super, das war's dann auch schon. Danke, dass ihr da mitgemacht habt. Ein weiteres Format bei Leadlab TV. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Feedback wäre super, wenn ihr das in die Kommentare reinschreibt, damit wir da auch beim nächsten Mal weitermachen. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank, Jens. Vielen Dank, Philipp. Und bis zum nächsten Mal.